Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite News und Daily Shop News und wir nehmen gleich. Ja, Leute, bin hier im schönen Hannover. Ich versuche gar nicht mehr Oxford-Deutsch zu sprechen, wie die Hannoveraner ja so als wahrscheinlich einzige Deutsche es können, weil da kriege ich einen Knoten in die Zunge und dann werde ich verrückt. Ich krieg das nicht hin, das schaffe ich nicht. Ich bin kein, ich schaffe das nicht. Das ist absolut unmöglich für mich. Ich habe es in meinem Video probiert, geht nicht. Nicht immer eine Minute habe ich es gepackt. So, also. Mehr hessische Buben, das ist für uns nichts hier mit Oxford-Deutsch. So. Ja, also, es gibt wieder News und zwar, also. Es muss wohl ein neues Polar Peak Event geben. Und das schauen wir uns jetzt gerade mal an, was da so rausgekommen ist. Also es wurde nicht dafür gehackt oder so, auf keinen Fall. Ja, das ist also, es wird hier auch extra nochmal erwähnt. Also das ist kein Verstoß gegen die Epic Games Richtlinien. So, schauen wir uns nochmal das Video dazu an. Also es muss wohl so sein, dass da, also es ist ja auch schon dem Herrn sofort auffallen, da über Polar Peak ist ja irgendwie so eine komische Sphäre, so eine Kugel. Ich habe schon so einen Thron da unten drin gefunden. Also es ist auf jeden Fall mega interessant, ja. Und ja, und da wird es wohl ein Event geben. Also es gibt ja momentan auch solche Livestreams, ja. Wo, ich mache das mal laut hier. Solche Livestreams, wo diese Dracheneier da gezeigt werden, ja, und so weiter und so fort. Ja, schauen wir uns mal dieses Video hier an. Das hat dann wohl dieser Lukas 7 Yoshi da gemacht. Keine Ahnung, das ist wohl einer, ein Dataminer. Und so. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was da draus wird aus dem ganzen Ding. Wird mit Sicherheit mega cool werden. Angeblich sollen irgendwelche Eiskreaturen dann da erscheinen. Ja, müssen wir mal schauen. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus, das Ding. So, und dann gehen wir da auch mal raus. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir uns doch mal die heutigen Skins und Emotes und Picken und Gleiter und alles Mögliche mal an, was es heute so gibt. Gehen wir doch einfach mal in den Shop rein. So, also hier ist der Item Shop. Und da ist nach wie vor dieser Verge. Habe ich ja gestern bereits meine Noten abgegeben dafür. Wir können jetzt aber mal eins machen. Wir können uns jetzt mal anschauen, ob sich inzwischen die Noten von eurer Seite verändert haben. Und da hat sich deutlich, deutlich etwas getan. Also jetzt bin ich sehr überrascht hier. 4,47 von 5 bei 15 Votes. Also das ging jetzt doch gewaltig nach oben. Okay, also kommt er doch ziemlich gut an. Die Clean Cut. Wie sieht's hier aus? 4,5 von 5 bei 6 Votes. Die war ja gestern schon relativ gut am Start. Dann gucken wir hier mal diesen Diverge, wie das aussieht. Ist auch deutlich nach oben gegangen. 4,33 von 5 bei 6 Votes. Okay. So, dann sind wir hier auch schon durch. Dann ist der Fade Skin wieder da. Und der Fade Skin ist schon. Ja, ich finde ihn nicht so schlecht, muss ich sagen. Und. Wo ist er denn? Und der Fade Skin kriegt von mir auf jeden Fall 7 von 10. Ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Ich finde vor allem da hinten diesen.
Dieses Backpack finde ich ganz cool. Ja, wie sind eure Noten dafür? 4,08 von 5 bei 108 Votes. Dann haben wir diese Fated Frame Picke. Fated Frame Picke ist hier, hat hier 3,8 von 5 bei 10 Votes. Und ach, ich wollte eigentlich vorher die Note geben. Bin ich blöd. Ich gebe da auch 6 von 10. Bin jetzt nicht mega begeistert von der, aber sieht auch nicht schlecht aus. Dann haben wir hier den Split Wing. Und das sieht von hinten gar nicht mal so schlecht aus, aber Split Wing kriegt von mir 7 von 10. Und dann haben wir, wo ist er denn, der Split Wing? Split Wing, Split Wing, Split Wing. Da. Ja, das ist nicht so. 2,67 von 5 bei 6 Votes. Okay. Dann sind wir mit dem Fate Pack auch schon wieder durch. Dann kommen wir zum Rap Scallion. Ja, was soll ich dazu sagen? Der Rap Scallion ist halt die weibliche Panzerknacker-Variante. Hinten guckt ein Kätzchen raus. Dann haben wir hier. Haben sie extra sogar noch einen Pfeil drauf gezeichnet. Auf die Map. Schon cool. Aber ja, Rapscallion. Die männliche Version finde ich nicht so toll. Und die weibliche finde ich auch nicht viel besser. Also ich mache da nicht so einen großen, krassen Unterschied. Und deswegen kriegt der Rapscallion von mir auch wieder nur 6 von 10. Jetzt kommen halt die Hammerbewertungen hier raus. 4,79 von 5 bei 38 Votes. Das ist schon krass. 257 Reminders. Nicht schlecht. So, dann haben wir den Twist. Boah. Mit dem Eiskönig. Ich liebe den Twist. 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 Und jeder bei, also haben wir schon einige mitbekommen, ich bin auch ein Mega-Fan von Pulp Fiction und diese John Travolta, diese legendäre John Travolta-Szene. Ja. Ich allein dran denke, ja. Ist mega geil. Deswegen habe ich mir den Twist auch gegönnt. Ich liebe diesen Emote und er hat kriegt von mir 10 von 10. Ich liebe das Ding einfach nur. Hier haben wir 4,5 von 5 bei 12 Votes. Schön gechillt. So, dann haben wir den Elektro-Shuffle. Sieht auch cool aus, der Elektro-Shuffle. Auf jeden Fall ein nicer Emote. Und der Elektro-Shuffle kriegt von mir 8 von 10. So. 4,43 von 5 bei 21 Votes. Eigentlich ist der echt schon Kult. Also der Elektro-Shuffle ist schon mega Kult. Normalerweise muss ich ihm sogar 9 von 10 geben. Er ist schon wirklich geil. So, der Maximilian. Ja, jetzt nicht so der Oberbringer, aber auch nicht so schlecht. Kriegt von mir 6 von 10. Wo ist er denn, der Maximilian? Da haben wir, was haben wir denn da? 3 von 5 bei 24 Votes. Und dann haben wir noch den Icebreaker. Und den Icebreaker finde ich persönlich auch nie so toll. Kriegt von mir auch nur 5 von 10. Und hier hat er 3,5 von 5 bei 18 Votes. Ja, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ja, tut er mir was Gutes. Ja, tut
tut er dem gleich hier was Gutes. So. Ja, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News mit mir, mein gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.